Hallo zusammen, ich bin Carola Viergo, ich bin Künstlerin und Coach und ich habe vor ein paar Jahren die Glücksmädels als Kartenset entworfen. Die sind ein bisschen anders entstanden, das kann ich gleich noch erklären. Ich möchte euch das Kartenset vorstellen, denn es gibt es nur bei mir zu erwerben oder in der Mandala Buchhandlung in Berlin. Es sind 54 Karten mit Mädels drauf, die eine positive Affirmation runterstehen haben. Das haben wir hier auch auf der Seite zu stehen. Hier ist nochmal meine Homepage drauf, damit man mich auch findet. Die ist nicht besonders groß, sie kann man gut so verwenden. Wenn man sie öffnet, sieht es so aus. Da seht ihr die Rückseite der Karten. Die Karten sind glatt und ein wenig glänzend. Da sind sie vor Abrieb geschützt. Die sind wirklich gut und lange haltbar. Das ist die Blume des Lebens. Das habe ich auch gezeichnet. Werde ich das einmal umblättern. So, wenn wir aufmachen, sehen wir als erstes dieses Mädel. Das bedeutet, da steht jetzt noch keine Affirmation drunter. Das bedeutet einfach, dass wir losgehen und uns in dieses Kartenset hineinbegeben können. Ja, eine Karte zum Beispiel sieht so aus und darunter steht, ich gehe liebevoll in Vergebung. Was könnte man sonst haben? Ich nehme noch mal eine Karte. Ich bin voller Zuversicht. Die lässt das Herzchen fliegen. Oder was haben wir hier? Meine Stimme ist klar und wundervoll. So sind die Karten aufgebaut. Am Ende jedoch habe ich noch mal andere Mädels und zwar haben die da nur ein Wort drauf. Das wird ja später reingemischt, von daher ist es dann nicht mehr nur am Ende. Da haben wir verschiedene Wörter wie Dankbarkeit, die so für sich stehen, ne? Frieden, Heilung, Vergebung, Hingabe, Liebe, was habe ich noch? Und den Mut, genau. Was man machen kann, ist diese Karten, wenn sie drin liegen und man hat eine Karte gezogen, kann man sie wundervoll da so dran stellen. Genau. Was noch in diesem Spiel enthalten ist, sind zwei Karten. Auf der einen steht etwas über mich und die Entstehung. Und auf der anderen Karte steht die Anwendung, was man damit machen kann. Kurz erklärt, man kann sie einmal am Tag oder auch mehrmals mischen, sich eine Karte zu einem Thema ziehen oder eine Karte einfach so für die Situation in diesem Moment. Und da habe ich noch einen Tipp, den viele nicht wissen, den habe ich auch erst danach geschenkt bekommen, nach der Erstellung. Hier steht zum Beispiel drauf, ich entfalte mich jetzt wie ein Schmetterling. Wenn ich aber in einer Situation bin, wo das für mich überhaupt nicht möglich ist und ich ziehe diese Karte, könnte ich denken, die passt nicht. Dann können wir eine Affirmation daraus machen und das würde heißen, wie kann ich mich jetzt entfalten wie ein Schmetterling? Und schon bekommt die Karte eine ganz neue Bedeutung. Finde ich eine sehr schöne Variante. Ja, das ist das, was ich euch hier zeigen wollte. Sie sind erha zu erhalten bei mir. Entstanden sind sie aus dieser Art der Malerei. Ich habe Ginkgoblätter gesammelt und habe gedacht, die sehen aus wie meine Hosen teilweise oder wie meine Kleider und habe daran so ganz stilisierte kleine Mädels gebaut. Und als die alle waren und es keine Ginkgoblätter gab, habe ich angefangen, die Mädels zu malen und man sieht es ja in den, sagt man jetzt eben mal gucken, wo es besonders gut sichtbar ist, wie hier, dass die Ups, dass da das Kleid die Form aufgenommen hat. Und das war eigentlich so der Sinn der ganzen Geschichte. Wofür sind die Karten? Die sind für jeden, der sich gerne inspirieren lassen möchte. Ist aber auch gut für Coaching-Situationen am Anfang diese zu ziehen, für Gesprächsrunden, dass jeder vorher erstmal zu sich kommt und vielleicht danach auch mit der Karte noch zu arbeiten. Es macht Freude, kann ich euch versprechen. Und ja, die Mädels freuen sich auf jeden, der sie zu sich nimmt. Ja, wo kannst du sie bestellen? Du kannst sie bestellen bei mir persönlich unter viergauartundweise.de zum Beispiel oder unter www.carolaviergau in einem Wort.de übers Kontaktformular bin ich zu finden.
Ich freue mich auf deine Bestellung und dein Weitergeben. Alles Gute für dich.